Erneut willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play von Ratchet & Clank. Ja, wir machen direkt dort weiter, wo wir zuletzt hier stehen geblieben sind. Und zwar befinden wir auf dem Planeten Rilgar, aber nicht mehr lange, nee, denn wir haben in der letzten Folge schon die Mission abgeschlossen. Das heißt, wir haben das Hoverboard-Rennen gemeistert und wir haben Captain Quark höchstpersönlich gefunden. Yep, ihr habt richtig gehört. Wir haben endlich Captain Quark gefunden. Der weiß auch allerdings schon Bescheid, dass Drag fremden Planeten angreift. Und jetzt sollen wir auf den nächsten Planeten hinreisen. Und zwar ist das der Planet Umbris. Das soll, glaube ich, eine weitere Trainingsstrecke von Captain Quark sein. Das machen wir natürlich auch. Aber bevor wir nach Umbris fliegen, muss ich natürlich schnell noch zurück nach Riga hinfliegen, weil wir haben ja den Preis von den Hoverboard-Meisterschaften bekommen, aber wir müssen schnell zum Skid-Agenten zurückfliegen, um den Preis zu geben. Und das machen wir jetzt auch. So, Vorposten X11 Aridia. Planet Aridia. So, da sind wir und das ist eine schnelle Transportfähigkeit, indem wir einfach schnell zum Skid-Agent hinbekommen. Fantastisch, du hast's geschafft! Tja, ich muss los! Und? Werden Sie mich jetzt vertreten? Na klar, Kleiner. Und als Antrittsprämie gibt's... Na, wo hab ich's denn? Na, wo ist es? Das. Cooler Helm. Das ist ein Schallsammler. Damit zieht man Sandmäuse an. Stimmt. Und er gehört euch. Haha, ich muss los. Den ganzen Papierkram erledigen. Meine Leute rufen eure Leute an. Ratchet, hast du Leute? Der Schallsammler erlaubt dir die Kommunikation mit den geheimnisvollen und intelligenten Sandmäusen. Trotz ihrer unschuldigen Erscheinung sind Sandmäuse geschickte und aggressive Jäger. Aktiviere den Schallsammler einfach in der Nähe einer Sandmausbehausung und schon erscheint eine Maus. Bist du der Maus sympathisch, ist sie dir vielleicht behilflich. So, du hast den Schallsummoner bekommen. Ja, jetzt hat Ratchet halt einen kleinen Helm auf mit Brille. Ist zwar ziemlich cool, aber ich kann das natürlich auch abnehmen, indem ich jetzt, glaube ich, hier in Gegenstände gehe. Oder auch nicht. Schnellausfall, nein. Geräte. Okay, wo hat er das denn? Ah, hier, Schallsummoner. So, ja, und schon haben wir auch alle Missionen hier auf diesem Planeten erledigt. Ich kann es auch noch mal kurz reinschauen. Genau, alle Missionen komplett. Wunderbar, und jetzt geht es auf dem Planeten Umbris weiter, wo Captain Quark, glaube ich, sicherlich auf uns wartet. So, da ist er. Quarks Hauptquartier Umbris. Okay, Missionen. Quarks Angriff überstehen. Und dort gibt es insgesamt 2 Gold Balls. Okay, dann nichts wie hin. Planet Umbris.
Übungsstrecke. Hier könnt ihr allen zeigen, dass ihr stark und tapfer seid. Wie ich. Besteht die Strecke, um mir gegen das Böse helfen zu dürfen. Haben wir nicht schon genug getan? Was? Ich verstehe nichts. Ich sagte, haben wir nicht. Tut mir leid, ich höre nichts. Sag's mir später. Später? Dann könnten wir tot sein. Was? Na gut, Clank, machen wir es halt. So, dort sind wir auf diesem kleinen Umriss. Oh mein Gott, das sieht jetzt schon ein bisschen sehr... Naja, jetzt nicht wunderschön aus, aber auch sehr gefährlich. Okay. So, erstmal wieder Karte öffnen. Okay, ja, dort drüben ist das Ziel. Also wir müssen schon ein Stückchen laufen. Okay, Missionen. Quarks Angriff überstehen. Quark hilft dir vielleicht, wenn du in die innersten Kammern seiner Festung vordringen kannst. Alles klar. So, hier ist auch wieder ein Gadgetron-Händler. Wirklich, guck ich mal, ob er etwas Neues für mich hat. So, leider nicht. So, dann weiter geht's. So, Schwunghaken. Hallo, Schwunghaken. So, oh mein Gott, hier müssen wir sowas von aufpassen. Ach komm schon, Ratchet. Also Zirn musst du noch lernen. Ach du mein Fresse. So, was seid ihr denn? Ich glaube, das sind so Bombenminen, die verfolgen uns auch noch, wenn wir in der Nähe von denen sind. Ach du Scheiße, hier ist noch so ein geschützt. Ach du meine Fresse. So, das Problem ist, wir können dieses Geschütz auch nicht zerstören. Wir können ihn zwar ihn treffen, aber der wird dann in kurzer Zeit wieder auftauchen. Seht ihr? Also, man kann so oft versuchen, auf ihn drauf zu hauen, aber er taucht wieder auf. So, hier sind noch Kisten. So, hier muss man jetzt ganz vorsichtig sein. Immer nur einen Schuss drücken. Ach, komm schon. Jawohl. Ich frag mich eigentlich, wie sollte man das ohne Waffe überleben? Vor allem Captain Quark. Also, ich sah jetzt nicht, ob er irgendwie so eine Waffe trägt. Das würde mich irgendwie auch interessieren, ob Quark jemals seine eigene Trainingsstrecke geübt hat. Oh, wenn er schon dasselbe hier gebaut hat. Och, Ratchet. So, hier haben wir das gleiche Spiel. Und die Tür ist auf. Oh Gott. Alter Falter. So, hier ist es ein bisschen wieder sicher. Und die nächste Tür ist auf. Wunderbar. Ach du meine Güte. Oh, das war schon so klar, dass die Brücken auch nicht so richtig stabil sind.
Achso, hier auch. Okay, hier sind wieder diese Geschütze. Mein Fresse. Also man muss schon wirklich hier sehr doll aufpassen. Weil man sieht ja schon, die Wege und die Geschütze sind schon nicht so leicht zu besiegen. Und vor allem die Wege. Die sind auch nicht so leicht zu überwinden. Oder auch überqueren. So, ganz in Ruhe. Wir haben Zeit. So, hör auf damit. Schwunghaken. So, ich weiß, es geht jetzt nach links weiter, aber hier befindet sich, glaube ich, der nächste Gold Bolt. Ich muss einfach nur wieder die Schalter aktivieren. 2 und 3. Und man hört schon, die Tür öffnet sich. Jawohl, und da ist der nächste Goldbolt. Goldbolt erhalten, wunderbar. Ja, auch der war ziemlich ganz einfach zu kriegen. So, ich nehme wieder den Blaster. Oh Gott. So, Moment mal. Hier sind Kisten. Ich gehe erstmal hier lang. Ach du meine Fresse. Also das wird schon ein bisschen schwierig. So, ich glaube, das soll Captain Quark darstellen. So. 1 2. Na! Ah! Schnell, schnell, Ratchet, komm. Und 3. Okay, das war schon echt knapp. Aber wir leben noch. Oh, hör doch auf damit. Und du auch. Oh Gott. So, ich nehme dann lieber wieder den Pyrositor. Und Fire in the Hole. Ah! So, 1 2 und 3. Wunderbar. Und vor allem, hier ist einfach eine riesige Quark-Statue. Hier steht auch selber noch Quark, fehlt natürlich noch das Wort Captain. Naja. Also man kann schon sagen, er ist wirklich eine richtige Berühmtheit. So, oh, hier haben wir jetzt ein großes Fisch. Ein großes Fischlein. Da nehme ich wieder den Hydrobeamer. Und töte erstmal diesen kleinen Fisch. Weil, wäre ich jetzt einfach geschwommen, wäre es keine so gute Idee gewesen. So, einen Moment mal.
Hydro-Beamer. Weil hier sind noch ein paar Kisten. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's. Aber ich sollte lieber, glaube ich, das Wasser einsaugen. Und dort müssen wir Wasser aussaugen. Aber hier ist auch wieder so ein großes Fisch. Sogar zwei. Oh, hier sind auch Muscheln. Wunderbar, und so kommen wir jetzt leicht rüber. So, ein Moment. So, hier sind jetzt die Fische, genau. Ich sehe einen. So, was ist jetzt, wenn ich hier einfach ganz normal rüber schwimme? Passiert nichts. Okay. So, aber trotzdem muss ich jetzt nochmal Wasser einsaugen. Oh, könnt ihr nicht schwimmen? Oh, mein Gott. Das sind ja mehrere Fische. Das sind eher Piranhas. Diese große Piranha-Fische. So, zerritten euch. So, und jetzt müssen wir wieder Wasser aussaugen. So, und es geht jetzt hier weiter. So, Wasser einsaugen. Und jetzt müssen wir ganz normal rüberschwingen mit unseren Schwunghaken. So, und rüber sind wir. Wunderbar. So, hier sind wieder diese Fischies. Oh mein Gott, wie viele von denen hat der denn? So, verzieh dich. Ich mag euch nicht. So, Hydro-Beamer. Und Wasser aussaugen. So, ich glaube, hier muss ich jetzt wieder nochmal Wasser einsaugen, weil sonst kommen wir nicht drüber. Genau. So, und ich glaube, wir sind auch schon gleich da. So, tatsächlich, da ist er ja schon. Puh, dann heißt das, wir haben das Trainingsgelände geschafft. So, so. Ihr zwei überrascht mich immer wieder. Betretet den Ring der Helden und ich gebe euch endlich, was ihr verdient. Ratchet, deine Vorsicht ist unangebracht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich weiß nicht.
Ich glaube, hier ist irgendetwas faul. Hör auf deinen kleinen Blechfreund, Ratchet. Dein Schicksal ist nur wenige Schritte entfernt. Es ist nur, es gefällt mir einfach nicht. Das ist es. Quark hilft uns, den Vorsitzenden Drake zu stoppen. Vielen Dank auch, Clank. Du warst eine große Hilfe. Geh runter von mir, du Vollidiot! Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt! Was soll das heißen? Was meinst du, was es heißen soll, du Genie? Er wird uns nicht helfen, er wird uns töten! Du bist gar nicht dumm! Aber es gibt noch ein Problem bei deiner Theorie. Ich hab nicht vor, dich zu töten! Echt nicht? Nein, er macht's! Aber warum? Warum wohl? Das ist doch wirklich nicht so schwer zu verstehen. Ich bin der offizielle Sprecher von Drakes neuen Planeten. Ich kann nicht zulassen, dass ihr zwei mein Comeback gefährdet. Es ist noch nicht vorbei, Quark. Nein. Aber... Na super. Da hat Captain Quark uns ja so richtig verarscht. Oh Gott, jetzt müssen wir gegen diesen Riesenmonster kämpfen. Oh, stirb da auch! Oh, vorsichtig. So, jetzt müssen wir ihn hier locken, damit er in diese eine kleine Brücke geht. Und warum das Ganze, werdet ihr auch gleich sehen. Und er geht schön Lava baden. So, oh Gott. Ja, das mit diesem Laser kann schon etwas gefährlich sein. Wow, vorsichtig. Wow. Und das gleiche müssen wir nochmal machen. So schnell, schnell, Ratchet. Oh Gott, der schießt jetzt noch. Alter, was hat der noch so für alles drauf? Und erneut Lavabad. Schön, ne? Schön heißen Lavabad nehmen. So, dann nehme ich dann auch lieber mal die Bombenhandschuhe. So, vorsichtig, Ratchet. Oh, oh, nein! Wie fies! Oh, das war sowas von fies. Das habe ich ja glatt vergessen, dass er sowas drauf hat. So, aber... Egal, er ist sowieso gleich tot. So, Blaster! So, er ist jetzt hier. Jetzt muss ich einen anderen Weg nehmen. Ich muss ihn einmal umkreisen. So. Ganz doll vorsichtig sein, Ratchet. Bloß nicht in die heiße Lava landen. Okay, du Riesenmonster, komm jetzt hierher. Ich bin hier drüben. Hier ist dein leckeres Futterchen. Und erneut heißen Bad nehmen. Und diesmal ist er komplett tot, würde ich mal sagen. Tja, und das war der zweite Bosskampf hier in diesem Spiel. Der war jetzt auch wirklich relativ sehr einfach zu besiegen. Ah, meine Güte. Ratchet, pass bitte in der Zukunft ein bisschen mehr auf. Jetzt hat er einen verbrannten Popo. Wozu mag dieser Infobot wohl gut sein?
Vielleicht kann er dich ja ersetzen. Wir sind umzingelt! Wir sind umzingelt! Die Schiffe beschießen unsere Stellung aus der Luft! Das war ein bisschen zu knapp! Wir brauchen Nachschub! Sofort! Eigentlich brauche ich Nachschub! Meine komplette Einheit ist abgehauen und sie lassen mich ganz alleine kämpfen! Wenn der Feind diese Waffen nicht aufbringt, mach ich's! Ich schaff's nicht mehr lange! Fordere sofortige Unterstützung an! Ende und aus! Das sind Drecksschiffe, die den Planeten zerstören. Wir müssen diesem Kommando helfen. Das ist nicht dein Ernst. Mir reicht's. Ich hab die Schnauze voll. Captain Quark wird's noch leid tun, sich mit mir angelegt zu haben. Es geht doch nicht mehr um Captain Quark. Hier werden Unschuldige umgebracht. Ja? Diesen ganzen Heldenquatsch hab ich einfach satt. Ich hab selbst genug zu tun. Ratchet, du bist nicht mehr der Alte. Was weißt du schon über mich? Du hast die ganze Zeit nur Quark gesucht. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich weiß, dass du das Richtige tun wirst. Genau. Und was ich jetzt tun will, ist Quark finden. Wie startet man dieses Mistding? Weißt du es nicht mehr? Man braucht einen Roboteranlasser dafür. Ich starte das Schiff, wenn du diesem Kommando dafür hilfst. Toll. Erpressung also. Na gut. Halt einfach die Klappe und starte. Schon wieder da? Oh, sie reden mit mir. Ich führe doch keine Selbstgespräche, du Schwachkopf. Bist du sie losgeworden? Ja. Nein. Ich hatte da einen tollen Plan und dachte... Du dachtest? Du dachtest? Das Denken überlässt du besser mir, du Spatzenhirn. Du solltest einfach nur diese beiden Störenfriede erledigen, bevor sie uns richtigen Ärger machen. Ja, aber ich wollte doch... Willst du immer noch der hochbezahlte Sprecher meines Planeten sein? Ja. Wenn ich dir das nächste Mal einen Auftrag gebe, dann will ich Ergebnisse. Jetzt geh mir aus den Augen. Planet Batalia. Stillgestanden, elende Deserteure! Wenn ihr Soldaten das nächste Mal unerlaubt abhaut, erschieße ich euch selbst! Moment, ich will einfach... Klappe, du Wurm! Siehst du die Bomber da? Wenn ihr nicht zu den Geschützen geht und die Schiffe vom Himmel holt, ist der ganze Planet im Eimer! Wir treffen uns am Stadttor! Er braucht unsere Hilfe. Ja? Dann geh ihm doch helfen. In die nächste Falle. Na los, geh schon. Das Böse bekämpfen. Ich bin wenigstens kein Feigling. Ah, ja, klar. Sobald ich Quark gefunden habe, wirst du verschrottet. Oh, Leute, das sieht für unsere beiden Helden nicht so gut aus. Die haben jetzt ihren ersten Streit. Naja. Ja, mal gut, man kann Ratchet total verstehen. Und Clank ebenfalls. Und jetzt sind wir einfach hier auf dem nächsten neuen Planeten, Batalia. Okay, aber Leute, das Ganze machen wir erst, wie gesagt, wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe wenigstens, diese Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich ruhig gerne wissen durch ein Like oder durch einen netten Kommentar, wie immer. Und ansonsten würde ich jetzt nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns Ganze in der nächsten Folge hier bei Ratchet & Clank. Macht's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.